am meisten interessieren Faktenchecks am 1. April. Denken alle Menschen an, wenn sie was lesen und das glauben, dass sie da gerade an die Wahrheit glauben. Fake News haben keinen Feierabend, Fake News sind immer da. Noch gilt es leider viel zu oft als Bagatelle, wenn man online pöbelt und falsche, gefährliche Informationen verbreitet. Herzlich willkommen zum Denkraum. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Wir sprechen heute über das Thema Faktencheck, Medienkompetenz, Desinformation, also ein ganz kleines Thema. Ich habe dafür zwei tolle Gästinnen auf dem Podium. Bevor ich euch beiden vorstelle, noch ein paar kleine Hinweise. Zum einen, ihr habt ja gerade schon gesehen, es laufen Kameras und wir haben einen Fotografen. Die Veranstaltung wird aufgenommen. Da bitte ich euch einmal darum, wenn ihr eine Frage habt, stellt sie ruhig ins Mikrofon, damit wir auch den Ton dafür aufnehmen können fürs Video. Wenn ihr in irgendeiner Form in Fotos nicht abgebildet sein wollt, dann gebt ihr einfach unserem Fotografen Bescheid und er achtet darauf in der Bildauswahl. Auf den Videos ist wirklich nur hier das Podium gefilmt. Das heißt, wenn ihr euch jetzt nicht umdreht und eure Nase in die Kamera haltet, dann seid ihr darauf nicht zu erkennen. Und genau, so viel dazu. Ich bin Maggie. Ich darf euch heute so ein bisschen durch den Abend begleiten und durch das Gespräch. Ich bin Teil von Spielfeldgesellschaft. Wer es noch nicht kennt, Spielfeldgesellschaft ist eine Initiative der Niedersächsischen Lotto-Sportstiftung. Die Stiftung ist eigentlich eine ganz klassische Förderstiftung und hat aber zwei Initiativen gegründet, die inhaltlich aktiv sind. Spielfeldgesellschaft ist eine davon und wir beschäftigen uns mit den Themen gesellschaftlicher Zusammenhalt, Integration, politische Bildung, Demokratieförderung, Austausch und haben dafür unter anderem das Format Denkraum gegründet. Wir haben übrigens auch einen Podcast, falls ihr Podcasts mögt, guckt gerne mal vorbei. Wir sind auf allen Kanälen mit Spielfeldgesellschaft zu finden. Genau, und heute ist mal wieder ein Denkraum. Wir sind heute das erste Mal hier im Aufruf. Das heißt, danke an den Aufruf für die Gastfreundschaft, aber auch danke ans TAC, was uns heute technisch, gerade nicht da sitzend, aber da hinten stehend, total fleißig und spontan unterstützt. Das ist super, wir freuen uns sehr darüber. Zum Denkraum. Unsere Idee ist immer, ein total aus unserer Sicht wichtiges politisches Thema zu diskutieren, anzudiskutieren, ganz viele Meinungen, Gedanken, Informationen dazu einzuholen, aber gar nicht alle Fragen bis zum Ende zu erklären. Sondern wir wollen eigentlich am Ende, dass ihr noch weiter diskutieren wollt, dass ihr anfangt weiter zu recherchieren, dass ihr die Themen mit nach Hause nehmt, zu Hause weiter diskutiert, im Kollegium, am Küchentisch, wo auch immer ihr seid, um diese Themen sozusagen ein bisschen in die Gesellschaft zu tragen. Weil es eben Themen sind, mit denen sich alle auseinandersetzen müssen und häufig eben auch täglich, leider. Ich freue mich, dass ich euch beide hier auf dem Podium habe. Ich stelle euch jetzt gar nicht so ausführlich vor, weil ich habe mal gelernt, je mehr ich sage, desto mehr sage ich potenziell falsch über euch. Aber ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Luisa, du bist an der Universität in Mainz und du forschst, wenn ich das so grob zusammenfassen darf, dazu, unter welchen Bedingungen Menschen dazu neigen, Falschinformationen zu glauben. Und zwar in deinem Fall zum Krieg gegen die Ukraine. Du hast daraus schon ganz viele Informationen, die sich auch auf andere Bereiche der Falschmeldungen übertragen lassen. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ich freue mich auch sehr. Und Gordana, ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Du bist ein Teil von dem Projekt der Initiative der Volksverpetzer. Ihr seid vor allem, glaube ich, so wie ich es weiß, eine Online-Plattform und deckt ganz viel Falschmeldungen auf, macht ganz viel Faktenchecks, seid da sehr aktiv. Du hast uns heute auch eure erste und du meintest vielleicht sogar einzige Zeitung mitgebracht und die haben wir euch ausgelegt. Schmökert da mal drin rum, nehmt sie vielleicht mit nach Hause. Ich bin auch gespannt, was drin steht. Ich freue mich, dass du heute da bist. Herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Genau, die Zeitung gibt es einmalig. Ich kann auch später erklären, warum es die nur einmal geben kann. Aber das ist jetzt der Teaser für gleich. Sehr gut. Wir erfahren jetzt bestimmt gleich noch ganz viel über eure Arbeit. Ich frage mal eine doofe Frage zum Anfang. Wen interessieren Fakten? An wen richten sich Faktenchecks und wer interessiert sich dafür, ob eine Information auch ein Fakt ist? Magst du damit einmal anfangen? Fakten interessieren niemanden, solange sie nirgendwo emotional ankommen oder irgendetwas treffen, wo die Leute das Gefühl haben, da fehlte mir das Wissen oder das wollte ich unbedingt wissen oder jetzt geht es mir besser, wenn ich das weiß, was ich vorher nicht wusste. Faktenchecks interessieren in der politischen Debatte zunehmend mehr, im Wahlkampf definitiv.
für eine kurze Zeit. Am meisten interessieren Faktenchecks am 1. April. Das ist der einzige Tag im Jahr, wo Leute wirklich alles hinterfragen, was man ihnen erzählt. Aber wir merken auch, dass Faktenchecks zunehmend wichtiger werden, weil sie tatsächlich in der Gesellschaft, wenn Fake News verbreitet werden, zu einer massiven Destabilisierung der demokratischen Kultur führen können. Und wir das auch erleben, und da nenne ich die AfD direkt als erstes, also faschistische Mitglieder aus dieser Partei sorgen dafür, dass es Deutschland schlecht geht, dass die Demokratie in Gefahr ist. Die Demokratie ist ein Vollzeitjob, das war uns lange nicht bewusst. Und da ist der Moment, wo Faktenchecks ansetzen und wirken. Gleich ein paar wichtige Stichpunkte zum Anfang. Luisa, du arbeitest ja auch viel mit Menschen und die wissen ja auch, wenn sie mit dir arbeiten, soweit ich weiß, dass es jetzt gleich um Fakten geht, oder? Wissen Sie das? Das würde ich schwer hoffen bei meinen Studierenden, dass die mir glauben, was ich ihnen auch erzähle. Ich würde sagen, wenn man aus der Wissenschaft kommt, ist die Situation natürlich nochmal eine andere, weil unser Job ist, klar, irgendwo schon wollen wir natürlich auch Menschen überzeugen, aber es ist nicht der Kern unserer Arbeit, dass wir Überzeugungsarbeit leisten, sondern wir basieren unsere Artikel, unsere Arbeit auf empirischen Erfahrungen, was in irgendeiner Form doch auch so nah ist, wie wir an Fakten rankommen können. Und das verbreiten wir. Und das ist eben das Nächste, was wir an Wahrheit quasi vermitteln können und wollen. Kannst du mir in so einem Satz kurz zusammenfassen? Das wirst du bestimmt oft gefragt und ist total nervig. Aber kannst du mir in einem Satz zusammenfassen, was du erforscht? Mhm. Ich werde es versuchen. Ich hatte eigentlich schon Übung 3 Jahre lang, aber manchmal brauchst dann doch ein paar mehr Worte. Also was ich erforsche, ist in erster Linie die Anfälligkeit für Desinformation in einem sozialwissenschaftlichen Kontext und da mit einem besonderen Fokus darauf nicht nur quasi, welche Leute glauben Desinformation, sondern, und das kann man statistisch zum Glück auch ganz schön auseinanderdröseln, welche Menschen oder glauben Menschen gewisse Falschinformationen, weil sie es nicht besser wissen oder sind sie einfach grundsätzlich schlechterin, wahre von falschen Aussagen zu trennen? Oder neigen sie grundsätzlich dazu, zum Beispiel eine gewisse politische Linie grundsätzlich mehr zu glauben, als nicht zu glauben? Und das sind eben 2 sehr unterschiedliche Dinge, wo wir, glaube ich, später auch noch viel zu sagen haben werden. Und eben das kann man statistisch trennen und das mache ich mit verschiedenen Beispielen. Eben das erste war jetzt der Krieg in der Ukraine, wo ich vergleiche, welche Leute glauben grundsätzlich mehr Aussagen, die einer pro- oder antirussischen Linie entsprechen würden und welche Menschen sind einfach besser, Wahres von Falschem zu unterscheiden, unabhängig von der Neigung quasi der Information. Und kannst du uns schon sagen, was du daraus gelernt hast? Klar. Also es ist natürlich ein komplexes Bild, aber natürlich gibt es die Hardliner, die unabhängig vom Wahrheitsgehalt komplett einer Linie treu bleiben. Und es gibt die Leute, die einfach extrem bewandert sind zu diesem spezifischen Thema und die auch Dinge als falsch erkennen, wenn das grundsätzlich vielleicht nicht ganz ihrer eigenen Überzeugung oder ihrem Wunschdenken entsprechen würde. Und was ich mir vor allem angucke, ist auch, was sind jeweils die Prädiktoren für diesen sogenannten Bias und die, wie wir es nennen, Sensitivität, also die Fähigkeit, wahr von falsch zu unterscheiden. Und da gibt's klar auch die üblichen Verdächtigen, also wer gebildeter ist, wer mehr Zeitungen liest, diese Dinge, die sind besser darin, wahr von falsch zu unterscheiden. Und dann gibt's natürlich Dinge wie Einstellungen zum Krieg, aber auch alternative Mediennutzung, Leute, die Messenger für Nachrichten als Nachrichtenquelle verwenden. Das sind die Leute, die auch eher dann dazu neigen, pro-russischer in ihrer Antworttendenz zu werden, unabhängig davon, ob es wahr oder falsch ist. Was mich total interessiert und sich auch an euch beide richtet, ist, denken alle Menschen, wenn sie was lesen und das glauben, dass sie da gerade an die Wahrheit glauben? Also ist sozusagen für den Menschen, der was liest, und manches ist ja davon eine Falschinformation, ich weiß auch gar nicht, darf man Falschinformation sagen, weil da steckt ja das Wort Information drin. Wie hast du dafür einen Begriff, wie du das nennst? Ich nenne es tatsächlich Fake News. Fake News? Ja, also den deutschen Begriff finden wir schwierig. Das ist genauso wie das Wort Verschwörungstheorien. Eine Theorie braucht eine wissenschaftliche Grundannahme. Die ist bei den ganzen Erzählungen, die wir oft lesen, gar nicht der Fall, sondern es sind Verschwörungsmythen, es sind Erzählungen. Genau, und da würde ich auch sagen, auf deine Frage zurückzukommen, es sind eigentlich eher die Geschichten hinter den Fake News, die
verfangen dann. Also Thomas ist mein Chef und der Gründer von Volksverpetzer, sagt in seinem Buch Werbung für die Wahrheit, der Untertitel ist, überlass die guten Geschichten nicht den Fake News. Und das ist es. Je besser die Geschichte, desto eher wirkt eine Fake News auch bei den Leuten. Okay, und das heißt, die Leute glauben sozusagen tendenziell ein Narrativ und eine Nachricht, mag sie dann falsch oder richtig sein, wenn sie in das Narrativ passt, dann glaube ich sie auch eher. Genau, also je besser die Geschichte ist, je runder sie klingt, meistens ist sie dann extrem wenig komplex, weil das macht das Denken dann leichter oder es hilft beim Verarbeiten, wenn es nicht anspruchsvoll ist, zu verstehen. Fakten sind ja meistens extrem komplex. Da steckt viel mehr dahinter. Man muss mehr Zusammenhänge verstehen, begreifen, noch mehr Wissen anhäufen. Bei Fake News ist das leichter. Da heißt es die da oben. Also es wird schwarz-weiß gemalt. Es gibt immer einen potenziellen Gegner oder Feind, der einen selber in der eigenen Existenz gefährden möchte oder einem was Böses tun möchte. Ja, und dann ist die Erzählung das Entscheidende. Nicht die Fake News, die dahinter steckt, auch nicht der Faktencheck, sondern wie wird es kommuniziert. Magst du uns einmal kurz erklären, was sind eure Hauptaufgaben? Also wie sieht denn die Arbeit beim Volksverpetzer aus? Was macht ihr? Also bestimmt kennen euch viele, ich kannte euch vorher auch schon, aber mich interessiert auch ein bisschen, was sind denn die Aufgaben? Ja, die sind anders geworden in den letzten Jahren. Klar bleibt nach wie vor das Faktenchecken, beziehungsweise wir sagen eher das Trust-Checken, also ist eine Quelle vertrauenswürdig, ja oder nein? Faktenchecken ist rein von der Definition her schwierig. Trotzdem nennen wir uns so, weil das der gängige Begriff ist, unter dem einen Leute finden. Damals fing das an mit Thomas im Studium. Das ist jetzt 10 Jahre her. Wir haben dieses Jahr Jubiläum, können aber erst seit 7 Jahren, ja, noch nicht mal, seit 4 Jahren Leute einstellen auch, weil der Bedarf auch da ist. Und machen erst ganz klassische Faktenchecks, ordnen ein, sortieren Narrative, sagen das und das ist das. Also wir machen es nicht wie öffentlich-rechtliche Medien, die sehr neutral berichten und sehr stumpf nach Schema F vorgehen, sondern wir arbeiten mit den Methoden, die die Gegenseite auch verwendet. Wir haben Clickbaity und Überschriften, wir spielen mit Emotionen, unsere Grafiken sind krass und schrill. Es soll Aufmerksamkeit generieren, so wie die AfD das halt auch schafft oder andere Staatsdelegitimierer. Und neben den Faktenchecks machen wir immer wieder tiefergehende Analysen oder Deep Dives. Ich weiß, dass ich 3 Jahre eine Telegram-Gruppe zu Rainer Füllmich, dem Querdenker-Anwalt, beigetreten bin und mir da echt alles Mögliche durchlesen musste. Es aber dazu geführt hat, dass er mittlerweile nicht nur in U-Haft sitzt, sondern seinen Prozess in Göttingen am Gericht bekommt. Was auch mal ganz schön ist, die Gegenseite dann zu sehen, also die Lorbeeren zu ernten. Aber in den letzten Jahren wurde es bei uns auch immer mehr, dass wir uns anwaltlich verteidigen mussten gegen Angriffe von rechts, weil wir anscheinend wirklich eine Gefahr sind. Ich weiß, Thomas hatte heute noch einen Faktencheck zu Maximilian Krah gemacht, Artikel veröffentlicht und hat eine Quelle zu den Behauptungen gesucht, die er aufgestellt hat. Wir arbeiten mit ganz vielen Quellen. Das seht ihr auch in der Papierzeitung. Das ist alles mit Blau hinterlegt, wo eine Quelle eigentlich ist im Digitalen. Und auf der Suche nach einer Quelle hat er nur sich selber gefunden die ganze Zeit. Das fand er wenig seriös, hat sich dann gesagt, okay, dann gehe ich zu Wikipedia und suche mir da die Quellen für die Behauptungen. Und in den Fußnoten ist er auf den Volksverpetzer als Quelle gestoßen. Das war, ja, das ist dann einfach so. Aber es zeigt, dass wir Lücken besetzen, die vorher nicht da waren, wo sich manche Bereiche auch nicht dran trauen mit Faktenchecks oder mit Meinungspostings. Und ja, wir verbinden Faktenchecks mit Emotionen. Das ist die Kurzversion von dem, was wir machen, sind aber auch überall da, wo Fakes zu finden sind. Also nicht mehr nur auf dem Online-Blog, nicht mehr nur bei Facebook, auch Twitter oder X, Blue Sky, TikTok zunehmend, Insta und Co. Also überall da, wo Fake News sind, ist auch der Volksverpetzer. Nicht, weil wir die Fake News bringen, sondern weil wir da Gegenarbeit leisten. Wie sind die Reaktionen darauf, also die Rückmeldung dazu, dass ihr mit Emotionen arbeitet? Gibt es da gute Rückmeldungen? Finden Leute das auch doof? Wie ist so das Feedback dazu? Ganz oft hören wir gerade von der Gegenseite. Wer ist die Gegenseite? Ja, die Gegenseite ist sehr diffus mittlerweile. Also wir haben Corona-Leugnende dabei. Wir haben, also gegen euch, ja, sozusagen. Gegen uns gerichtet, okay. Oder gegen die wir ankämpfen. Also wir arbeiten ja gegen Demokratiefeinde an, indem wir Demokratie fördern möchten. Das finden aber die Demokratie beseitigen möchten, nicht so toll. Das heißt, ja, wir arbeiten gegen die Frage...
wie aufgenommen wird, dass also ja, ihr genau, mit Emotionen die Gegenseite arbeitet. Findet das überhaupt nicht toll. Da ist dann der beliebteste Take immer, Volksverpetzer klingt ja wie Volksverhetzer. Dann sagen wir, ja, genau, du hast es fast begriffen. Also das ist der Grund, warum wir so heißen. Wir verpetzen die Volksverhetzer und das auch mit Humor und Emotionen. Das finden die halt richtig doof, weil sie werden lächerlich gemacht und kein Mensch möchte gerne irgendwie bloßgestellt werden oder lächerlich gemacht werden. Wobei wir auch ganz klar sagen, wir gehen nicht auf einzelne Leute, die anfällig sind für Desinformation, sondern wir gehen dann auf die Gruppe der Querdenkenden, die dann irgendwie einen Plastikeimer auf dem Kopf haben bei einer Demonstration in Braunschweig und der Meinung sind, damit haben sie jetzt die Maskenpflicht erfüllt und zeigen es denen da oben mal so richtig. Das ist halt was, da kann man drüber lachen, auch wenn wir wissen, wie ernst das dahinter ist. Und die finden das gar nicht toll. Aber Leute aus unserer eigenen Filterblase, wenn man sie so nennen möchte, die sind dankbar dafür, dass es uns gibt, weil sie sagen, ich bin Einzelkämpfer, Kämpferin bei mir zu Hause in der Familien-WhatsApp-Gruppe und mir fehlen manchmal die Antworten auf die ganzen Sharepics, die echt sehr stumpf sind oder die Weihnachtsfeiern und dann sind sie dankbar, dass wir da sind. Wir hatten letztens auch eine Mail, ihr habt mich durch die Corona-Zeit gebracht, ich wüsste nicht, wie ich sonst da durchgekommen wäre. Und das sind diese kleinen Erfolge, die man liest, wo man sagt, okay, dafür machen wir das, aber wir machen das wirklich, weil uns die Demokratie so wichtig ist. Und ich sage immer, wir sind das erfolgloseste Unternehmen aller Zeiten. Wir sind eine gemeinnützige UG. Unser Ziel war eigentlich, dass wir uns irgendwann nicht mehr brauchen werden, weil alle Leute begriffen haben, was Fake News sind, wie Mechanismen und Methoden funktionieren. Und wir sind jetzt 12 Leute und stellen nächsten Monat die 13. Person ein. Also der Bedarf nimmt zu. Und das bedeutet nicht, dass Faktenchecks wirkungslos sind, hoffe ich, aber dass einfach viel mehr Fakes generiert werden können, als wir gleichzeitig widerlegen können. Und der Bedarf steigt vor allem auch bei jüngeren Menschen. Darauf, also ich würde gleich nochmal darauf zurückkommen, woher eigentlich diese ganzen Fake News. Irgendwie finde ich dieses Wort so schwierig, weil ich das Donald Trump so oft hat sagen hören. Aber ja, diese Falschmeldungen, wo die eigentlich herkommen, wer die eigentlich generiert. Ich habe so ein bisschen die These und ich habe mit euch im Vorbereitungsgespräch auch kurz drüber gesprochen, es sind ja nicht alle Menschen oder alle Falschmeldungen so Meldungen Richtung die Erde ist flach und ich glaube das jetzt, sondern im Grunde genommen ist ja niemand von uns wirklich sicher dauerhaft vor Falschmeldungen. Sie sind ja überall, manche sind total ungefährlich, manche davon sind eben auch demokratiegefährdend. Gab es einen Moment, in dem ihr auf eine Falschmeldung reingefallen seid? Und wenn es nur kurz war, willst du einmal kurz anfangen, weil du gerade schon so nickst. Ja. Kannst du so anekdotisch kurz erzählen, worauf du reingefallen bist? Ja, hatte ich auch schon von einer Schülergruppe aus Braunschweig erzählt vor einem Jahr. Das World Trade Center. Also ich konnte mir damals, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her und ich war deutlich jünger, noch in der Schule, ich konnte mir nicht vorstellen, dass zwei Flugzeuge so einen Schaden anrichten können. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das ein Unfall war damals noch oder dann eine Terrorattacke und dachte, das muss ja ein Inside-Job gewesen sein. Also ich habe irgendwo einmal kurz den Begriff oder die Erzählung aufgefasst, dass es auch sein könnte, dass das irgendwie von innen heraus passiert ist mit Explosion. Und dann forscht man natürlich diese These weiter, weil das interessiert einen dann. Dann geht man in diese Rabbit Hole rein und stellt fest, okay, Stahl hat eigentlich eine viel höhere Schmelztemperatur als Kerosin von einem Flugzeug. Okay, plausibel. Und das sind dann diese leichten, plausiblen Sachen, die stehen am Anfang und dann geht's ja immer tiefer. Und auf einmal waren es dann doch wieder die Juden und die Rothschilds und irgendwie. Und da denkt man so, irgendwie nicht. Also da war für mich schon klar, das glaube ich da nicht mehr. Ich habe aber damals in meinem jüngeren Ich gedacht, okay, das mit den Bomben irgendwie da drin und dem Sprengstoff und angeblich waren keine Juden an dem Tag da, das weiß ich nicht. Könnte ja auch sein, dass ein Feiertag war, wusste ich damals nicht, aber fand ich plausibel, rückblickend absoluter Bullshit, ja. Aber das passiert uns ja auch. Ich glaube, niemand ist geschützt davor, anfällig für Desinfo zu sein. Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Beispiel, weil es viel weiter zurückliegt, als ich jetzt gerade vermute, dass dein Beispiel zurückliegt. Also es zeigt ja so ein bisschen, dass dieses Thema ja nicht nur ein Problem von jetzt ist oder ein Thema von jetzt. Und es zeigt auch jetzt natürlich sehr beispielhaft, wie unfassbar viele dieser Mythen auf Antisemitismus zurückführen. Wenn man nur tief genug guckt, ist es ja ein Muster, was unfassbar erschreckend viel zu sehen ist. Bist du auf eine Falschmeldung reingefallen? Ja, und ich habe auch noch was deutlich Aktuelleres für dich. Sehr gut. Und zwar war das jetzt im Dezember erst, haben wahrscheinlich die meisten hier mitbekommen, als eine Drohne in Polen zu Boden gegangen ist und da zwei Menschen ums Leben gekommen sind. Und ich weiß noch, wie die Eilmeldung auf mein Handy kam und dadurch, dass ich eben auch sowohl beruflich als auch persönlich sehr an diesem Thema interessiert bin, was in Russland und der Ukraine passiert, war ich auch so direkt so, oh mein Gott,
greifen die Russen jetzt Europa an und die EU und jetzt passieren schlimme Dinge. Ich habe das Glück, dass ich in einer Bubble lebe, wo sehr viele sehr vernünftig denkende Menschen unterwegs sind und habe dann auch ganz schnell in meinen Social Media Feeds Warnungen gesehen von Leuten so, hey, erstmal Ruhe bewahren, wir wissen überhaupt gar nichts. Es ist jetzt nicht der richtige Ort, durchzudrehen und Panik zu bekommen. Und am Ende, also final wurde es gar nicht aufgeklärt, was es jetzt wirklich war. Selenskyj sagt, es war auf keinen Fall eine ukrainische Drohne. Ich glaube, Joe Biden hat gesagt, es ist wahrscheinlicher, dass es eine Verteidigungsmission war. Man weiß es final nicht, aber ich erinnere mich schon an diesen ersten Moment, wo ich dachte, oh Gott, das kam bestimmt aus Russland, was halt meinem Narrativ entsprochen hat in dem Moment. Und dann auch mich ein Stück zurücknehmen musste, so erstmal abwarten. Okay, das heißt, also mir ist nämlich auch was eingefallen und es ist vielleicht total banal, aber erinnert ihr euch, als es während Corona diese Videos gab von diesen Delfinen, ja, die irgendwie nach Venedig zurückgekommen sind, wo sich dann leider herausgestellt hat, dass es nicht sofort passiert. Aber ich habe nur einfach gemerkt, wie schnell ich, wenn auch eine Information, und das wäre ja nichts Schlimmes gewesen, wie schnell ich, wenn eine Meldung positiv wäre, das wäre so schön gewesen, das doch so gerne glauben möchte. Und ja, ich glaube, so hat jeder Mensch eigentlich ein Beispiel. Du zückst dein Mikrofon. Ja, das liegt aber auch damit, dass es deine soziale Erwünschtheit ist quasi. Also ich kann mir vorstellen, dass du dann, das könntest du empirisch untersuchen, bei dir auch so ist, dass du ein hohes Interesse an einer gesunden Umwelt hast oder an Klimaschutz hast und dir natürlich wünscht, dass die Gewässer sauberer sind. Und das ist die Prämisse, mit der du einfach durchs Leben gehst. Und wenn dann Delfin da auftaucht und das Wasser ist klar und es sieht super aus, dann ist das für dich ja so ein Nature-is-Healing-Moment, wo du sagst, okay, wow, es wird vielleicht besser oder du bist einfach sensibler für dieses Thema und dadurch bist du empfänglicher in dem Bereich für Desinformation. Genau, ohne das negativ dir auslegen zu wollen, aber es ist einfach von der Natur des Menschen her so vorgesehen, dass Leute, hast du ja auch gesagt, manche Fake News gerne glauben möchten, weil es in ihr Weltbild passt. Da frage ich mich aber, warum gibt es nicht mehr positive Fake News? Also wenn es so leicht ist, Fake News zu verbreiten und ich könnte wirklich positive Botschaften über die Welt verbrauchen. Ich finde, das zeigt ja so ein bisschen, dass da auch eine gewisse Absicht hintersteckt. Also Fake News entstehen, falsche Informationen sich schnell verbreiten, würde es ja wahrscheinlich gleich viele positive wie negative geben. Wir haben jetzt aber gelernt und wir wissen ja wahrscheinlich größtenteils auch, Fake News sind einfach häufig gefährlich, sie sind häufig antidemokratisch, sie sind häufig antisemitisch, rassistisch und noch viele andere Sachen, die einfach negative Auswirkungen haben für die ganze Welt. Warum sind Fake News so negativ? Ja, stelle ich dir eine Gegenfrage. Wer hat denn Interesse an guten Nachrichten? Also ich weiß, Maggie, ja, aber eigentlich, wir lernen ja schon mit der Bild relativ früh, dass immer das Schlimme irgendwie wichtig ist, im Leben zu rezipieren. Also immer ist irgendwie Drama wichtig, Katastrophen, irgendwas, was gerade ungerecht ist auf der Welt. Das sind die interessanten Themen, die werden am meisten geklickt. Aber selten ist es ja irgendwie, dass irgendwo mal gerade nichts passiert ist. Also auch wenn ich selbst eine Lokalzeitung lese, dann habe ich hier einen Blechschaden nach einem Unfall, dann habe ich hier irgendwas, was die Verwaltung wieder falsch macht. Aber es wird ja relativ selten oder deutlich geringer berichtet, wenn etwas gut gelaufen ist. Also man liest selten in der Zeitung, die Bürgerberatung hat mir innerhalb von 2 Wochen meinen Personalausweis zustellen können. Interessiert keinen. So ist das, erwarten Leute einfach, dass es gut läuft im Leben. Das heißt, Menschen sind erst dann aufmerksam, wenn was nicht gut läuft, weil das abweicht von der Norm. Das ist ein deviantes Verhalten vielleicht, wo Leute sagen, ich gucke da mal genauer hin. Deswegen gibt es mehr negative Nachrichten, aber auch erklärbar mit dem Algorithmus mittlerweile. Also ich glaube, in Social Media bestimmen nicht mehr wir, welchen Content wir sehen, sondern der Algorithmus entscheidet, was wir sehen. Und da ist natürlich mehr Kommentarleben unter schlechten Videos oder kritischen Videos als unter Videos, wo es heißt, es ist alles gut, weil was soll ich da kommentieren? Sage ich, ja, okay, danke. Aber wenn mich irgendwas aufregt, dann ist das eine höhere Emotionalität. Ich teile dieses Video, rege mich bei Freunden darüber auf. Ich hinterlasse einen Emoji, in welcher Form auch immer, ob es der Wut-Smiley ist oder das blaue Herz bei anderen Leuten. Irgendwie wird interagiert. Das heißt, diese Seiten kriegen Reichweite dadurch, dass die Leute emotionalisiert werden. Und wäre ich Content-Manager, würde ich ja auch überlegen, wie kann ich meine Reichweite steigern, weil das ist mein Job, dafür bin ich da. Und dann würde ich auch eher Negatives oder
Sachen teilen, die zu Diskussionen anregen. Also tut mir leid für dich, ich würde dir gerne bessere Nachrichten mitteilen, aber ich glaube, die Menschen möchten Leid und Elend lesen und nicht, wie alles toll ist. Vielleicht, damit man sich selber besser fühlt, aber vielleicht kannst du da mehr. Ja. Luisa, ich wollte jetzt nämlich auch fragen, hast du in deiner Forschung, wenn du ja, soweit ich es richtig verstanden habe im Vorbereitungsgespräch, du gibst ja Menschen Aussagen oder Informationen, in Anführungszeichen, über den Krieg gegen die Ukraine und sie sollen einschätzen, stimmen die oder nicht. Glauben Sie, hast du da irgendwas lesen können oder rausfinden können, ob sie eher positive in ihrer Welteinstellung Nachrichten oder eher negative glauben? Also meinst du damit entsprechend ihrer eigenen... Ja, okay. Also wenn wir davon ausgehen, dass jeder Mensch sowieso schon sozusagen eine Position in diesem Konflikt hat, ob man eher glaubt, Sachen, die positiv sind oder negativ. Ja, auf jeden Fall. Also wer sehr antirussisch eingestellt ist, was im Westen ja die verbreitete Sichtweise ist, glaubt natürlich auch eher die Aussagen und Informationen, die diesem Narrativ entsprechen, auf jeden Fall. Es ist nur auch so, dass gleichzeitig man eben durch diese Prädiktoren, wie ich vorhin auch schon genannt habe, Bildung, Informationsverhalten, kann man diesen Bias so ein bisschen korrigieren. Also je mehr Wissen ich zu dem Thema habe, desto weniger muss ich auf mein Schubladendenken zurückgreifen und quasi mein Weltbild einfach autovervollständigen, weil ich diese einfache Floskel habe, okay, diese Seite ist die gute und diese Seite ist die schlechte. Und alles, was reinkommt, sortiere ich eben so ein. Wenn es aus der schlechten Richtung kommt, ist es automatisch falsch und andersrum. Und eben je detaillierter und tiefgreifender mein Wissen zu dem Thema ist, desto weniger muss ich auf dieses vereinfachte Schema zurückgreifen. Hast du schon irgendwas rausgefunden, was wir tun können, um Menschen darin zu unterstützen, gewappneter zu sein gegen Falschmeldungen? Genau, also das ist die Anschlussstudie, an der ich jetzt gerade arbeite. Die wird hoffentlich in den nächsten Wochen ins Feld gehen. Das wird tatsächlich ein Experiment sein. Gibt es nämlich nicht nur in der Chemie, auch in der Sozialwissenschaft. Heißt, wir geben Menschen unterschiedliche Stimuli und gucken, wie sie sich dann hinterher anders verhalten oder ihre Einstellungen sich verändern. Kannst du uns das einmal für NichtwissenschaftlerInnen erklären? Danke. Genau, ich erkläre euch, was ich da vorhabe. Und zwar mache ich da genau das, was du eben schon beschrieben hast. Die Leute kriegen erstmal eine Reihe an Aussagen. Ich mache das auch wieder am Thema Russland-Ukraine, aber zusätzlich noch zum Thema Migration in Deutschland, einfach um zu zeigen, dass es, oder hoffentlich zu zeigen, dass es nicht themenspezifisch ist. Oder wenn es bei den Themen unterschiedlich ist, ist es auch interessant. Eben eine Reihe an Aussagen, wahr und falsch, und eben jeweils in beide Richtungen, also Anti-Migration, Pro-Migration und Anti-Russland und Pro-Russland, aber jeweils von beiden Richtungen wahre und falsche Aussagen. Und dann untersuche ich zum Beispiel Faktenchecks. Auch die eine Gruppe bekommt einen Faktencheck zum Thema und dann gucke ich, ob sie eine Woche später besser performen, quasi besser wahr von falsch unterscheiden. Meine Erwartung ist aber, dass ein Faktencheck diesen Bias, den ich vorhin beschrieben habe, nur begrenzt korrigieren kann. Also viele Leute, wenn jetzt jemand wirklich sehr russische Propaganda ausgeliefert ist, nur weil dann jemand daherkommt und sagt, ja, hier, aber diese Aussage aus dem Kreml war falsch, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person ihre Meinung zu der Aussage ändert, relativ gering. Und da habe ich auch so ein bisschen überlegt, okay, wie kann man versuchen, diesen Bias noch zu reduzieren? Da muss es doch auch irgendeine Maßnahme geben. Und habe mich dann mit der sogenannten Self-Affirmation Theory auseinandergesetzt. Und das fand ich sehr, sehr cool, was da passiert. Und diese Theorie hat eben über die Jahre schon gezeigt, dass wenn wir Menschen ihre Identität stärken, dass sie dann weniger sich genötigt sehen, entsprechend ihrer eigenen Ideologie Dinge einzuschätzen. Also wenn wir das Beispiel in meiner Studie ist dann, dass ich die Frage, okay, welcher Wert ist in deinem Leben wichtig? Und dann dürfen die aus einer Reihe von verschiedenen Werten, Loyalität, Familie und so weiter auswählen. Und dann müssen sie im nächsten Teil ganz kurz beschreiben, warum dieser Wert für sie persönlich wichtig ist. Und diese Maßnahme wurde jetzt für Desinformation noch wenig untersucht, aber hat in anderen Studien schon gezeigt, dass Leute direkt nach so einer Intervention weniger dazu neigen, extreme Meinungen anzugeben oder weniger dazu neigen, quasi ihrem Weltbild entsprechend zu antworten und auch eher es schaffen, vielleicht bei einzelnen Aussagen auch mal von ihrer Gesamtlinie abzuweichen. Das heißt, wenn du am Ende rausfinden solltest, dass das hilft, das wäre schön. Heißt es überspitzt, wenn meine News-App morgens öffnen würde oder
im schlimmsten Fall dann so ein soziales Netzwerk, worüber ich meine Nachrichten beziehe. Und ich müsste so ein kleines Quiz ausfüllen, so was ist mir wichtig? Und das wären so drei Fragen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir ein bisschen genauer angucke, was ich durchlese, höher im besten Fall. Ah, ich fürchte nicht wirklich. Schade. Aber ich glaube, also ich meine, es ist allgemein so, dass die Studien, die wir durchführen, nur sehr begrenzt auf die Realität übertragbar sind. Also wir überprüfen da bestimmte Konzepte. Aber in der Realität ist es ja auch nicht so, kann Gott Anna bestimmt ein Lied von singen, dass ich nicht einfach eine Auswahl an Menschen habe, vorher weiß, was glauben sie nicht, was sind ihre Überzeugungen. Und dann gebe ich ihnen einen Faktencheck und gucke dann, ob das geholfen hat. Aber man kann da trotzdem Lehren draus ziehen. Und ich glaube, was die Lehre aus dieser Self-Affirmation Theory ist, unabhängig davon, ob sie bei mir funktioniert oder nicht, sie hat sich insgesamt schon etabliert zum Glück, es hängt jetzt nicht an mir. Was man da mitnehmen kann, finde ich, fürs echte Leben, ist, wenn man Leute von was überzeugen möchte oder abbringen möchte von Desinformation, die in bestimmten Narrativen drin ist, dann braucht es eine Grundlage in dem Gespräch der Sicherheit, der Wertschätzung. Das heißt, wenn, weiß nicht, mein schwurbelnder Onkel am Familientreffen anfängt, irgendwas zu erzählen, und ich gehe direkt dagegen und erzähle ihm, wie doof er ist und dass er keine Ahnung von gar nichts hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass er Bock hat, mir zuzuhören. Sondern wenn man irgendwie was schafft, einen Draht aufzubauen und eine Wertschätzung für die Person auch zu zeigen, was vielleicht auch in manchen Situationen schwierig ist, wenn man sich sehr angegriffen fühlt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man auf eine Gesprächsebene kommt, würde ich dann höher sehen, weil eben diese Affirmation auf dieser zwischenmenschlichen Ebene stattfinden kann. Das kann ich empirisch schon bestätigen. Ich hatte die Diskussion, wir kriegen ja auch ganz viele Hassmails. Also wenn es keine Morddrohungen gibt, dann gibt es halt Hass gegen uns. Das ist okay, können wir mit umgehen, weil wir alles konsequent anzeigen. Seit dem Mord an Walter Lübcke haben wir gesagt, wir diskutieren nicht mehr, wir zeigen an und zwar konsequent. Und auch über hessen-gegen-hetze.de, das ist so mein Tipp an euch, wenn ihr Hass und Hetze im Internet seht, geht über hessen-gegen-hetze.de. Das auch bundesweit? Das geht bundesweit, weil das die Stabsstelle ganz oben ist mit einer Oberstaatsanwältin, Generalstaatsanwaltschaft, die dahinter steckt. Und die machen top-down, delegieren sie die Fälle weiter an die Polizeidirektion. Lokale Polizeidienststellen sind oft überfordert mit Hass im Netz. Das existiert für die gar nicht. Die sagen, ja, löschen Sie das, machen Sie einen Rechner aus. Und dann ist das nicht passiert. Aber Drohungen im Internet sind real und die werden auch leider real. Und da haben wir gesagt, wir knallen die polizeiliche Kriminalstatistik jetzt nach oben und zeigen alles an. Aber wir kriegen auch manchmal so Mails, die auf der Kippe stehen. Also wir haben halt den einen Kreis, der ist weg. Da diskutieren wir auch nicht, das Thema ist durch. Dann haben wir unsere Bubble, die sagt, danke, dass ihr da seid. Das sind weniger, aber tolle Mails, über die wir uns freuen. Und dann haben wir Leute, die dazwischen sind. Und da hatten wir, ich weiß gar nicht, wie nenne ich ihn? Ich nenne ihn Martin. Der hatte vor 3 Wochen nach der Buchmesse geschrieben oder während der Buchmesse und meinte, ja, ich komme aus dem Osten und alles, was ihr macht, ist ja alles irgendwie Schönrederei, bla bla bla. Und hat dann erstmal so generell eine Abrechnung gemacht, warum auch Merkel schuld war an allem und jetzt Scholz und überhaupt ist immer irgendwie irgendwer anders doof an seinem eigenen persönlichen Elend gerade, daran, dass es ihm schlecht geht. Und er kam aus dem Osten, hat diese Transformation miterlebt, nachdem die Wiedervereinigung da war. Ich komme aus dem Westen, ich bin aus Bielefeld und ja, Bielefeld gibt es. Punkt. Faktencheck erledigt an der Stelle. Aber ich habe ihm dann geschrieben, ich so, Martin, ich kann das nicht nachvollziehen direkt. Ich kann aber verstehen, dass du dich irgendwie abgehängt fühlst, dass du das Gefühl hast, die Leute sind gekommen auf einmal, haben Maschinen und anderes Kapital rausgeholt und sind dann wieder gegangen und haben euch zurückgelassen, haben euch aber keine Perspektive gezeigt. Und ihr seid da, ihr müsst euch auf einmal neu formen vom Charakter her, von eurem Bild selber. Und wir hatten gerade im Vorgespräch schon gesagt, die soziale Identifikationstheorie mögen wir total. Die besagt eigentlich, wenn ein Mensch einen Lack of Identity hat, also einen Mangel an Identität, dann neigt er dazu, sich zu radikalisieren. Oder die Prävalenz, sich irgendwie extremer zu verhalten, ist einfach viel größer. Und ich habe eine Zeit am Institut für Konflikt- und Gewaltforschung gearbeitet und auch da war klar, es ist in der Situation egal, wer um die Ecke kommt, ob das jetzt ein Rechtsextremer ist, ob das ein Querdenker ist, ein Salafist oder ein Zeuge Jehovas. Wenn ich mich gerade sehr unsicher fühle in meiner eigenen Identität und da ist jemand, der sagt, ich reiche dir die Hand, komm noch mal zu mir, du bist hier aufgenommen in der Gesellschaft oder in der Gemeinschaft und wir kümmern uns um dich, dann ist man selber sehr bereit, extrem viel zu geben, damit man endlich Teil einer Gruppe ist, damit man endlich dabei bleiben darf, damit es einem irgendwie nicht mehr an Anerkennung mangelt.
Und das hatte ich ihm versucht zu erklären, nicht so wissenschaftlich, sondern wirklich niedrigschwellig und unterkomplex vielleicht auch. Und er meinte so, okay, wow, du hörst mir ja zu. Und ich so, ja, hast aber auch Glück. Habe ich nicht gesagt, habe ich nur gedacht, weil es war wirklich einfach ein Volltreffer in dem Moment. Und eigentlich investieren wir unsere Energien anders und nicht so, weil das ist extrem viel Arbeit, sich mit Menschen auseinanderzusetzen und nicht mit Gruppen. Und am Ende des Gespräches war klar, dass er niemals Fan vom Volksverpetzer wird und trotzdem immer noch eine leichte Tendenz zur AfD hat oder zu leicht rechten Einstellungen. Aber ich habe ihm mit Respekt begegnet, oder ich bin ihm mit Respekt begegnet, habe ihm gezeigt, ich verstehe deine Krise, ich verstehe, warum es dir gerade nicht gut geht. Habe ihm aber auch erklärt, es lohnt sich aber jetzt nicht, faschistisch zu denken. Also du machst es nicht besser dadurch, sondern tu dich zusammen mit anderen Leuten, denen es schlecht geht, und sei für etwas und nicht gegen jemanden, weil das damit erreichst du nichts. Und das war so, da erreicht man dann schon jemanden, aber dazu muss der Diskurs möglich sein. Aber wenn die Affirmation passt, dann klappt das. Ja, ist aber Arbeit. Ich habe passend zu dem Thema ein befreundetes Projekt, was ich einmal gerne erwähnen würde. Und zwar gibt es in Niedersachsen das Projekt Enttäuscht. Und das ist ursprünglich von einem Anbieter, von einer Anbieterin, die Rechtsextremismus-Ausstiegsbegleitung macht. Und die haben jetzt ein Angebot entwickelt, das heißt eben Enttäuscht. Also die Website ist auch ent-täuscht.de, glaube ich. Ich hoffe sehr, wir schreiben es einfach auch nochmal unter das Video drunter. Und die bieten sowohl Beratung für Angehörige als auch selbst Menschen, die so in Verschwörungsmythen geraten sind, und bieten dafür Aufstiegsbegleitung an und geben eben auch Tipps. Also falls ihr jemanden kennt, der euch einfach am Herzen liegt, wo ihr so mit der Argumentation ein bisschen am Zweifeln seid oder auch einfach mit den Kräften am Ende oder selbst irgendwie merkt, die Person ist sich gerade ein bisschen unsicher, dann könnt ihr zu denen Kontakt aufnehmen, und die sind da sehr souverän drin. Ist ein tolles Projekt. Die wollten nämlich heute eigentlich auch da sein, aber die können leider nicht. Nur so einen kleinen Shoutout nebenher, weil das Thema einfach auch riesengroß ist und wir das gar nicht alles in dieser Veranstaltung behandeln können. Ich habe, bevor ich einmal das Mikrofon ans Publikum gebe, weil da gibt es bestimmt auch Fragen, noch eine Frage. Und zwar ich war vorhin nochmal auf der Website vom Volksverpetzer und ich habe einen Faktencheck von euch gesehen, wo ich ein Beispiel ganz spannend fand, weil es ging um einen, ich sag mal, Konflikt zwischen Habeck und Söder, und da hatte jemand geschrieben, das, was Söder in 2 Minuten gesagt hat, braucht Habeck irgendwie 10 Minuten, um das mit fundierten Informationen zu widerlegen. Die These daraus ist so ein bisschen, oder das, was ich daraus lese, ist, eine Falschinformation kann ich mir total schnell ausdenken oder eine Behauptung kann ich total schnell aufstellen. Das Ganze mit Quellen und Fakten argumentativ lupenrein zu kontern, ist ja ein ganz anderer Aufwand. Und ich frage mich zum einen, wie macht ihr das? Und zum anderen auch, wie entscheidet ihr, auf welche Meldung ihr reagiert? Weil das passiert ja wie Sand am Meer. Es gibt ja überall irgendwas, was ihr kontern könntet. Wie entscheidet ihr, in welches Thema ihr geht? Ja, also wir warten immer noch auf den Seismografen, der uns zeigt, welches Thema gerade extrem stark diskutiert wird oder was wichtig ist. Das geht nach Bauchgefühl. Man kennt irgendwann seine Pappenheimer, ja. Wir haben aber auch immer noch die Twitter-Charts, ist so. Und ich nenne es auch nicht X, es ist Twitter für mich. Und die Trends sind da. Das heißt, wir sehen, was viel diskutiert wird. Wir sehen aber auch immer, also kenne deinen Feind. Wir wissen, was die AfD gerade postet, was in den ganzen Telegram-Gruppen abgeht. Und ich muss auch jedes Mal erklären, wenn irgendjemand anders neben mir steht, der mich nicht so gut kennt und nicht weiß, was ich beruflich mache, der guckt dann auf mein Handy und sieht, Bielefeld steht auf, OWL extrem und überhaupt, alles ist dann da Teil meiner Telegram-Gruppe. Und dann sagen die so, okay, alles klar bei dir? Und ich so, ja, alles bestens, ich habe es aus beruflichen Gründen. Und so, okay, ich so, nee, habe ich wirklich aus beruflichen Gründen, das ist mein Arbeitgeber. Okay, und dann ist das Thema auch durch. Hast du kein Diensthandy für sowas? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Wow. Man kann es nicht mehr trennen. Also den Job, den wir machen, kann man nicht trennen. Genau, das ist so das. Und ja, du hast es richtig zusammengefasst. Wir kommen in unserer Welt. Ein Fake in die Welt setzen dauert vielleicht 5 Minuten. Das geht mit KI jetzt auch noch mal schneller. Irgendwie wird immer komplexer auch. Also es ist nicht mehr nur eine Aussage auf einem Sharepick. Es ist viel mehr. Und wenn Habeck das in 10 Minuten schafft, was Söder in 2 Minuten schafft, dann ist Habeck schon sehr gut dabei. Ohne dass ich das Parteibuch der Grünen mit mir habe. Aber wenn ich weiß, so ein Fake nach 5 Minuten, der dauert bei uns vielleicht 5 Stunden, 5 Wochen, 5 Monate. Und wie zur Hölle soll ich etwas widerlegen, was es gar nicht gibt? Also wir versuchen ja immer an die Primärquelle ranzukommen,
hatten beim Amtsgericht Weimar und dem Maskenattest direkt das Gericht angeschrieben und nachgefragt. Aber auch die haben freitags ab 1 geschlossen. So. Fake News haben keinen Feierabend, Fake News sind immer da. Und wenn wir Samstag oder Sonntag auf den Tisch kriegen, müssen wir warten bis Montag. Und der Volksverpetzer hat im Gegensatz zu echten Tageszeitungen den Luxus, dass wir uns Zeit lassen können für einen Faktencheck. Das erhöht die Glaubwürdigkeit und die Qualität massiv. Wir müssen daher auch gucken, was können wir bearbeiten und was nicht. Also da ist es limitiert. Aber eher Sachen widerlegen, die es nicht gibt, das können wir manchmal auch einfach nicht. Und in der Zeit, wo wir einen Faktencheck schreiben, kommen schon wieder die nächsten 5. Und mittlerweile ist es so, dass wir uns halt auch anwaltlich viel gegen Angriffe von Rechts und Querdenkern wehren müssen. Ich hatte gerade gesagt, unsere Anwaltskosten sind vom Saldo her in einem 5-stelligen Minusbereich mittlerweile, weil wir uns gegen Unterlassungserklärungen von Julian Reichelt, Markus Heinz und Co., Gordon Pankalla, der kein Querdenker sein möchte, aber auch vom Gericht jetzt Querdenker ist, weil er ein Querdenken-Shirt trägt und so weiter und Querdenker vertritt. Der ist jetzt offizieller Querdenker, musste uns jetzt auch mal Geld bezahlen dafür. Aber unsere Aufwände sind deutlich höher als das, was wir an Entschädigungen reinkriegen. Und das ist aber ein bewusstes Mittel von der Gegenseite, die sagt, Slap-Klagen, ich weiß nicht, wer es kennt, das sind Silencing-Aktionen, also man versucht, uns mundtot zu machen, uns mit anderen Aufgaben zu befassen. Das Finanzamt prüft jetzt die Gemeinnützigkeit, dann wurde jetzt eine Mail ans Bundesjustizministerium geschickt, weil der Geschäftsbericht noch nicht online ist. Das ist aber normal. Also wir hatten gerade auch einmal gefragt, es sind viele Unternehmen, die noch keinen Geschäftsbericht online haben, weil es einfach dauert, bis alle Daten vorliegen. Das interessiert die Gegenseite aber auch nicht. Ne? Und genauso, wenn dann so eine Drohne auf einmal in Polen landet, dann fehlt das Wissen, dass es im Krieg normal sein kann, dass sie über die Grenze kommen. Das hatte ich vorher auch nicht, das Wissen, das stimmt. Und auf einmal hört man, ja, das wird halt irgendwie toleriert von den Nachbarstaaten. Das ist nicht schlimm, dadurch kommt nicht die NATO zum Einsatz. Muss man aber auch erstmal wissen. Ich war vor 2 Jahren auch noch keine Kriegsexpertin und bin es jetzt noch lange nicht. Aber genau, also die Slap-Klagen führen dazu, dass unsere Arbeit deutlich erschwert wird und ein Faktencheck auch länger dauert, weil wir einfach ganz viel Juristisches klären müssen auf einmal. Bevor wir gleich dazu übergehen, was wir denn alle tun können, um die Situation zu verbessern, weil das ist das, worauf ich eigentlich hinaus will, möchte ich einmal gucken, ob ihr Fragen habt. Ich habe hier nämlich ein Mikrofon. Okay, einen kleinen Hinweis. Ich halte euch das Mikrofon hin und ihr habt so ungefähr süße 60 Sekunden für eine Frage. Sie darf ein bisschen länger sein, aber verhaltet euch jetzt in dem Rahmen, damit alle auch zu Wort kommen können. So, ich wollte mich mal bei euch ja erkundigen, wie ihr genau arbeitet, wenn es um Faktenchecks geht von redaktioneller Seite. Ne? Von der Tagesschau gibt es ja auch den Faktenfinder, meine ich, vom Bayerischen Rundfunk, den Faktenfuchs. Wie geht ihr da genau ran? Wie prüft ihr das? Habt ihr da auch so eine Art Checkliste? Und die zweite Frage wäre, die ich auch habe, wie bewertet ihr so die Entwicklung von vor ein paar Jahren noch in den sozialen Medien? Faktenchecks sind ja auch im Rahmen von Netzwerkdurchsetzungsgesetz immer nicht präsenter in den sozialen Medien, aber zumindest gibt es ja Hinweise, dieses Foto könnte manipuliert sein oder auch bei Twitter oder jetzt X gab es auch mal diese Meldung, die angezeigt worden ist, du hast diesen Artikel nicht gelesen, bitte lese ihn, bevor du ihn vielleicht teilst oder so ein Hinweis. Einfach, wie ist da also eure Einschätzung? Sollte das schneller gehen? Wie schätzt ihr das ein? Ist da schon viel passiert in dieser Zeit? Ja, letzteres klickt man einfach weg. Also auch wenn Maggie morgens gefragt werden würde, mit den 3 Fragen würde Maggie sagen, beantworte ich doch nicht, ich gehe jetzt auf eine andere Seite, wo ich meine Nachrichten finde. Dann komme ich schneller an das Ergebnis, was ich haben möchte. Es gibt aber tatsächlich Studien, die zeigen, dass diese Nudges funktionieren. So werden die genau. Also es gibt ein bisschen Hoffnung. Muss man aber wollen auch wieder. Also genau, es ist, nicht genau, bei die Motivation. Allen, aber ja. Es gibt Leute, die durchaus dadurch gebremst werden. Genau. Also Community Notes sind da, auch bei Twitter. Wir schreiben fleißig Community Notes, gerade unter speziellen KandidatInnen, die wir kennen. Trotzdem werden diese Beiträge hinterher nicht gelöscht. Also die Falschmeldung bleibt trotzdem stehen, aus falschem Stolz, man weiß es nicht. Wie wir eigentlich arbeiten, wir haben ein total interdisziplinäres Team, das ist total super. Sowohl das Wissen von Soziologinnen kann genutzt werden, als auch von Thomas, der vergleichende Literaturwissenschaft studiert hat, jemand anders, der Informatik studiert hat. Also wir sind sehr interdisziplinär, sind vielfältig auch unterwegs im Freizeitbereich und gucken immer, wer ist gerade Expertin für irgendein Thema. Und dann haben wir Phil, der sich in alles reinarbeitet, einfach weil er so ein Tier ist. Also da kommt auf einmal eine Corona-Pandemie und er weiß ganz genau, welche
welche Bakterien, wann, wie, wo und Aerosole und okay, alles klar. Dann kommt Putin und greift die Ukraine völkerrechtswidrig an und dann sitzt er da und kann mir jeden Panzer benennen, den ich brauche. Also alle arbeiten eigentlich zusammen, um am Ende ein ganzes Ergebnis vollbringen zu können. Das ist ganz viel Peer-Reviewing, was im Vorfeld stattfindet. Wir überprüfen uns selber. Wenn wir Kritik kriegen oder Anmerkungen, dann gehen wir damit ernsthaft auch ins Gericht und gucken, lagen wir falsch oder nicht. Wir haben auch ganz zu Beginn gesagt, ja, Corona wird nicht schlimmer sein als eine Grippe. Das war im Januar 2020. Wir haben dann relativ schnell gemerkt, oh, das ist doch deutlich gefährlicher als eine Grippe, haben das aber auch korrigiert und das sehr transparent mit Hinweisen auch. Und genau, wir haben neuerdings eine Lektorin endlich bei uns im Team. Das heißt, die Rechtschreibfehler werden auch deutlich weniger. Und ansonsten gucken wir, wenn wir Themen haben, in der Zeitung sind zwei drin, wissen wir. Wenn wir das ist wie das Kreuzworträtsel bei euch. Genau. Ja. Wenn wir Themen haben, wo wir nichts wissen, dann wissen wir aber, wer was weiß. Und dann fragen wir die Leute an für Gastartikel. Und wir wissen ganz genau, wo unsere weißen Flecken sind, was wir nicht bearbeiten können, was wir auch komplett außen vor lassen, wo wir sagen, brauchen wir gar nicht erst anzufangen, ist ein absolutes Minenfeld, können wir nicht mitgewinnen oder also wir können das nicht bearbeiten. Also wir grenzen uns da schon klar ab. Das ist so. Wir haben einmal die Woche ein Team-Meeting, alles digital. Also alle unsere 12 Leute sitzen in ganz Deutschland plus gerade Norwegen im Auslandssemester verteilt und arbeiten alle remote vom Schreibtisch aus bei sich zu Hause. Haben viermal im Jahr ein Teamtreffen, wo wir nochmal größere Projekte angehen. Genau, und ansonsten alles digital per Zoom und Discord. Danke. Auf jeden Fall für die ausführliche Antwort. Ich habe gerade schon viel über euch gelernt. Luisa, du meintest gerade, dass diese Hinweise auf sozialen Medien doch helfen. Kannst du uns dazu kurz mehr erzählen? Also ich wünschte, ich könnte das sehr detailliert beschreiben. Das Ding ist, es ist genau wie bei allen anderen Studien, die es dazu gibt, wie mit den Faktencheck, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Das ist ein extrem abstraktes Setting, in dem wir diese Dinge untersuchen. Wir setzen Leute an einen PC oder die machen das zu Hause gegen kleine Incentives, also Geldbeträge, und klicken sich da am Tag durch wer weiß wie viele Umfragen. Wir wollen es gar nicht so genau wissen. Hat mit der Realität leider wenig zu tun, aber eben in solchen Settings sehen wir schon, dass Leute zumindest angeben, wenn sie diesen Nudge gesehen haben, dass sie weniger wahrscheinlich ist, dass sie Meldungen teilen oder liken oder positiv kommentieren. Und ich würde sagen, da kann man schon daraus ableiten, dass das mit der Realität schon auch was zu tun hat. Aber es wäre gewagt zu sagen, auf jeden Fall verändert das jetzt unsere ganze Welt. Und natürlich gibt es durchaus auch Erfahrungswerte zu einzelnen Posts, die mit einem Nudge versehen wurden. Trump hat eine ganze Menge bekommen, als das ganz neu war. Ich glaube, das waren so die berühmtesten Beispiele, als diese Flags neu eingeführt wurden damals auf Twitter. Und ich meine, da hat es immerhin dazu geführt, am Ende, dass der sogar von der Plattform geflogen ist. Also deshalb würde ich schon sagen, dass solche Dinge, auch wenn sie nicht bei allen eine Wirkung entfalten, dass es wichtig ist. Weil was wir oft unterschätzen, ist, die ganz große Masse der Menschen sind nicht die, die Hasskommentare kommentieren, die Posts weiterleiten mit irreführenden Informationen. Die Masse sind Leute wie wir vielleicht und noch ganz viele andere, die einfach passiv da durchscrollen. Und auf diese Menschen hat das, glaube ich, schon eine Wirkung, zu sagen so, oh, da muss ich vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Weil zum Glück, würde ich sagen, leben wir noch in einer Welt, wo sich nicht die Mehrheit der Gesellschaft ganz an den Rändern befindet, sondern wir haben durchaus auch noch eine stabile Mitte, wie wir jetzt zum Glück an Anfang des Jahres auch sehen konnten auf Demonstrationen. Und ich denke, es gibt ganz viele Menschen, denen das hilft als Orientierung oder die das tröstet, wenn sie sehen, so okay, nicht nur ich denke, diese Person verbreitet Unsinn, sondern die Plattform auch. Ich weiß, du willst noch was sagen, aber so angesichts der Uhrzeit würde ich gerne noch mal ein bisschen Publikumsfragen abfragen und merke mir dann aber gleich noch, dass du was sagen wolltest. Gibt es noch eine? Stefan? Ein Hinweis für dich, Maggie. Es gibt ein ganz tolles Buch, im Grunde gut. Ich glaube, Brechtmann war es, ein Niederländer, der ganz viele Metastudien angeguckt hat zu Nachrichten, die positiv sind. Also, dass es im Grunde sehr viele gute Nachrichten gibt. Dann ein bisschen Eigenwerbung. Es gibt auch in Niedersachsen eine Meldestelle für Hasskriminalität. Da haben wir ist jetzt in dem Fall die VHS in Nienburg, eine Online-Veranstaltung zu am 7. März, um zu gucken halt, wie kann man das melden, was kann man melden, was ist Straftatrelevant. Also einfach so Basis-Info-Arbeit. Und 7. März?
Mai. Mai heißt der Monat, der andere mit M. Danke, genau. Guck mal, gut aufgepasst. Es ist spät. Und die Frage, die ich habe vielleicht, Chantal Mouffe hat ein Buch geschrieben für einen linken Populismus. Also ist, Maggies Augen gehen groß auf, also ist die Frage, also die ja vorher im Grunde schon gestellt wurde, braucht man mehr positive Nachrichten, würde ich es einfach mal nennen, ohne Fake News zu benutzen. Hast du einen bestimmten Gast, an den du die Frage stellst? An beide. Wer von euch beiden möchte darauf antworten? Ich verbinde das mit dem, was ich vorhin sagen wollte. Sehr gut. Ich glaube, wir brauchen einfach mehr Gegenrede. Also ich fange jetzt nicht hier an mit der Reise zu Mount Stupid, den Dunning-Kruger-Effekt und so weiter. Das könnt ihr alles googeln, wenn ihr das wollt. Googelt doch mal selbst. Nein. Wir schreiben es einfach auch in die Videokommentare zum Googlen. Oder ihr schreibt es damit rein, genau. Aber einfach, diese Idioten da nicht stehen zu lassen in den Kommentarspalten. Das ist die laute Mehrheit gerade, das denkt man. Wir wissen, es ist nicht so, aber wir wissen auch, wie anstrengend Gegenrede ist. Und es gab ja damals schon Initiativen, die sich gegründet hatten, die gesagt haben, wir leisten hier Gegenrede, wir lassen das nicht stehen. Und du hast recht, wenn du sagst, andere Bundesländer machen sich auf den Weg. Nach Hessen ist Bayern gekommen, tatsächlich jetzt mit eines der ersten Bundesländer. Die bauen ihre Landeskriminalämter nach und nach jetzt auch auf, weil sie merken, in Hessen funktioniert sehr, sehr gut. Das ist gut, dass es das gibt. Es ist schlimm, dass es das geben muss. Punkt. Und Gegenrede ist massiv wichtig. Und dann ist es vielleicht linker Populismus oder Thomas sagt, überlass die guten Geschichten nicht den Fake News und macht Werbung für die Wahrheit. Weil das ist gerade das Hauptproblem, dass Faktenchecks echt sehr unsexy sind. Also wer will sich damit befassen? Damit kriegt man keinen Ruhm, keine Ehre. Aber es ist so, so wichtig, dass die da sind. Oder dass man einfach schafft, in einem kleinen vertrauenswürdigen Kreis, also wie gesagt, die weg sind, da brauchen wir nicht diskutieren, aber die wirklich auf der Kippe stehen, dass man sich mit denen auseinandersetzt und sagt, auch wenn ihr merkt, ihr habt euch extrem verrannt oder ihr seid in eine völlig falsche Richtung gedriftet, wegen welcher Krise auch immer, die Tür ist offen, wir können wieder ins Gespräch kommen. Das Schlimmste ist, wenn ihr den Leuten, die eh schon mit sich strugglen, sagt, ich will nie wieder was mit dir zu tun haben, so bitte sprich mich nie wieder an, das ist schlimm, weil dann ist klar, in welche Richtung die Radikalisierung geht und dann werden diese Leute nicht mehr zurückgeholt. Aber genau, hast du noch Vorschläge? Ja, ich glaube, du hattest noch gefragt, warum es nicht mehr positive Nachrichten ohne Fake News Bezug gibt. Also ich meine, wir hatten es vorher schon relativ ausführlich. Nachrichtenfaktoren, Negativität funktioniert besser, ist wie Medienlogiken funktionieren. Es gibt aber ja auch die Bewegung des sogenannten konstruktiven Journalismus. Es ist nicht per se positiv, aber es ist so die Idee, dass man den Menschen ein bisschen Handlungsoptionen mitgibt. Also nicht nur so, okay, unsere Erde geht den Bach runter und eigentlich können wir gar nichts mehr machen. In 100 Jahren haben wir nur noch Naturkatastrophen, sondern eben so ein bisschen eine Perspektive zu geben, wird in unserem Feld gerade sehr viel beforscht, was das mit Leuten macht. Jetzt habe ich meinen Faden kurz verloren. Irgendwas wollte ich noch dazu sagen. Ergänzt einfach dann gerade in der Zeit einen Satz. Aber bitte kurz, weil ich will gleich noch eine Frage zulassen. Das Good News Magazine könnt ihr abonnieren. Die haben extreme Probleme, weil keiner möchte sie abonnieren. Das liegt nicht daran, dass es ein schlechtes Magazin ist, sondern dass echt wenige Leute gute Nachrichten lesen möchten. Also vielleicht auch für dich, Good News Magazine bietet Abos an und die liefern wirklich zuverlässig gute Nachrichten, die echt Hoffnung machen, aber sehr unpopulär. Also ich glaube, Maggie hat jetzt noch. Sehr gut. Gibt es noch eine Publikumsfrage? Ich mache mich auf den Weg. Ich laufe hier einfach mal hinterlang. Ihr hattet gerade schon einmal die Gegenrede angesprochen. Und gibt es dazu irgendwelche Zahlen, Untersuchungen? Habt ihr da mal irgendwas gemacht, inwieweit das tatsächlich hilfreich ist? Also es gibt ja so ein bisschen die beiden Geschichten, dass gerade wenn man in den sozialen Medien unterwegs ist, am besten gar nichts kommentieren, weil alles, was ich kommentiere, pusht. Aber auch die andere Seite, gerade in Bezug auf die stillen MitleserInnen, weiter zu kommentieren und zu probieren. Und gibt es da tatsächlich schon Zahlen zu, Untersuchungen zu, dass man sagt, ja, super, also ich mache es tatsächlich ganz viel und es macht viel Spaß. Es trainiert mich darin, in Real Life mit Leuten zu reden, weil ich mir Zeit lassen kann. Wenn ich jemandem gegenüberstehe, muss ich ja sofort antworten. Und wenn er mir auf Instagram schreibt, habe ich einen Tag Zeit. Das ist super. Aber ist es tatsächlich so sinnvoll, wie es sich manchmal anfühlt? Oder pusht es den Algorithmus in eine falsche Richtung? Also ich würde sagen, das kommt extrem darauf an, was das für ein Posting ist. Also Gegenrede ist ja inzwischen auch bei Beiträgen von der Tagesschau
angemessen, sage ich jetzt mal ganz wertend, weil auch Kommentarspalten von seriösen Medien mit ganz viel Hass und Hetze überschwemmt werden. Und da würde ich sagen, auf jeden Fall ist das sinnvoll. Also vielen Dank für diese Arbeit. Und auch jetzt unabhängig von der wissenschaftlichen Perspektive kann ich von mir persönlich sprechen, dass, also ich bin auf Instagram vor allem unterwegs viel. Und mir gibt es ganz viel Trost, wenn ich sehe, dass in einer Menge von furchtbaren Kommentaren dann so 2, 3 Vernünftige gibt, die sich erbarmen, die vernünftige Perspektive einzunehmen und auch sagt so, hey, das ist ja schlimm, was hier für Kommentare geäußert werden, die sexistisch, diskriminierend, rassistisch ohne Ende sind. Und wenn ich dann aber sehe, dieser Kommentar hat mehrere tausend oder sogar 10.000 Likes im Vergleich zu den Hasskommentaren, die viel weniger Likes haben, dann spendet das mir persönlich wahnsinnig viel Trost. Und ich glaube, so geht es vielen. Und wozu ich Zahlen kenne, ist, was ich vorhin auch schon mal kurz angedeutet habe, die Leute, die die meisten Kommentare auf sozialen Medien verbreiten und vor allem auch Hass und Hetze, das ist eine ganz, ganz kleine Prozentzahl an Menschen, die für eine ganz, ganz große Prozentzahl an diesen Kommentaren verantwortlich sind. Und denen, finde ich schon, muss man den Wind aus den Segeln nehmen und zeigen so, hey, es gibt auch noch deutlich mehr Menschen, die das ganz anders sehen. Na, und diese kleine Gruppe ist hochgradig organisiert. Und das Defizit, was wir Linken oder linksgrün Versifften oder wie auch immer eigentlich in der Mitte stehenden DemokratInnen haben. Und ich behaupte, deine Arbeit ist total wichtig, die du machst, weil Luisa oder ich, wir sehen es dann auch in den Kommentaren, sehen, okay, da kümmert sich jemand, die ist da, ich traue mich dann auch mit zu kommentieren. Das heißt, ich würde deine Kommentare unterstützen, wir sind schon zu zweit. So, und dann kommt dieser Beitrag aber auch, du hattest den Algorithmus angesprochen, in meine Bubble rein und meine Freunde würden auch wieder kommentieren. Das heißt, wir werden mehr oder Hashtag wir sind mehr irgendwann am Ende. Das führt auch dazu, dass es uninteressant wird, da weiter zu pöbeln irgendwie. Und es löst sich aus der Bubble. Und wenn man momentan tatsächlich Tagesschau und Co. liest, irgendein Hersteller wird insolvent, dann ist ja immer Habeck schuld. Wo ich auch denke, so Moment mal, aber der war ja schon viel früher schuld. Und da ist mein Tipp tatsächlich ganz pragmatisch für den Alltag auch, diskutiert nur über Themen, wo ihr Ahnung von habt. Also wenn ihr wisst, der Hersteller war vorher schon mal in einer Insolvenz oder hat die abgewandelt, dann kommentiert das. Wenn ihr es nicht wisst, dann sagt nicht, Habeck ist unschuldig, weil ihr habt nichts, was ihr dagegen halten könnt. Oder fangt an mit naiven Gegenfragen. Was genau hat Habeck gemacht? Warum hat er jetzt diese Insolvenz herbeigeführt? Also echt stressen, Krisenexperimente mit den Leuten durchführen und die ganz, ganz dumme, naive Fragen stellen oder denen die geben, damit sie die irgendwie beantworten müssen oder damit sie doof dastehen. Relativ wenig Aufwand für euch von der Energie her, aber hochgradig wirkungsvoll. Auch wenn ich da jetzt keine Studien zu habe, aber diese Leute verstummen dann irgendwann, weil sie merken, boah, nee, kein Bock jetzt wieder mit diesen Links-Grün-Versifften zu diskutieren. Die verstummen dann irgendwann auch und dann wird es wieder schöner im Social Media. Das mit den Gegenfragen nehme ich auf jeden Fall mit. Mich erinnert das gerade an was, was wir im Vorgespräch miteinander hatten. Und zwar meintest du einerseits, siehst du total, dass ihr auf so ein Agenda-Setting reagiert. Also ihr reagiert ja immer nur auf die Inhalte von jemand anderem, der damit ja auch einen gewissen Zweck verfolgt. Und einerseits hast du gesagt, es ist total wichtig, da rauszukommen und sich nicht nur nach den Themen zu richten, die andere sozusagen, gegen die gerade, ich sag mal, gepöbelt wird. Und andererseits meintest du, es ist total wichtig, auf alles zu reagieren. Wie gehst du mit diesem Zwiespalt um? Oder wie geht ihr mit dem Zwiespalt um beim Volksverpetzer? Ja, also wir reagieren auf das, was uns vorgelegt wird, ja. Im Vorgespräch war es aber eher so gemeint, dass große Parteien gerade überwiegend auf die AfD reagieren. Also die AfD betreibt gerade das Agenda-Setting. Also die setzen gerade die Themen, über die in Deutschland gesprochen wird. Und alle anderen Parteien reagieren auf die AfD. Aber die anderen Parteien vergessen, dass sie eigene Themen haben in ihren Wahlprogrammen. Und diese Themen können sie gar nicht mehr positionieren, weil sie sich immer nur an der AfD abarbeiten. Und ja, es ist total wichtig zu zeigen, wie faschistoid die AfD in großen Teilen einfach agiert und wie demokratiefeindlich die unterwegs sind. Aber warum soll ich eine SPD oder eine CDU wählen, wenn ich gar nicht weiß, was sie machen, außer ein Philipp Amthor, der extrem charmant und clever und klug auf die AfD reagiert und die dann zerlegt. Aber da ist für mich kein Impuls oder kein Nudging dabei, auf einmal die CDU zu wählen, weil was können die eigentlich außer auf die AfD reagieren? Und auch der Volksverpetzer findet nicht alles toll, was die Ampelkoalition macht, bei Weitem nicht, überhaupt nicht. Da geht viel mehr, als sich zu streiten. Aber das ist für uns kein Grund, die AfD zu wählen. Und das ist das, worauf wir darauf hinweisen. Und wir versuchen in dem Faktencheck oder in unseren Artikeln immer zu zeigen, was ist eigentlich die Methode,
dieser Fake News gerade? Was möchte diese Fake News erreichen? Was ist die Zielsetzung davon? Und wir versuchen, alle Leute so weit zu schulen, dass sie es selber erkennen können. Genau, und damit wir uns dann anderen Themen widmen können, zum Beispiel die Finfluencer, die jetzt aufgetaucht sind. Was sind Finfluencer? Menschen, die einem erklären möchten, dass man ganz dringend die oder die ETF-Anleihe braucht und das Gold nur bei denen kaufen darf, weil der Staat alle enteignen wird und die Krise steht bevor. Es sind Crash-Propheten, Finanzinfluencer, Finfluencer. Ich hätte nicht gedacht, dass ich heute in die Richtung was lerne. Okay, eine Publikumsfrage habe ich noch, bevor ich mit meinen letzten Fragen weitermache. Hallöchen. Als erstes einmal ein großes Lob an den Volksverpetzer. Ich feiere euch jeden Morgen, wenn ich mit der Bahn fahre. Sehr schön, vor allem wenn man die Umgebung dann hört in der Bahn. Und die andere Frage, was mich sehr interessieren würde, ist der Teil mit der Zeitschrift. Das ist irgendwie für mich noch ein bisschen untergegangen. Das würde mich echt interessieren. Warum nur eine? Ja, weil wir es nicht können. Punkt. Was wir nicht können, machen wir nicht. Was nicht daran liegt, dass wir fachlich nicht in der Lage sind, aber wir hatten für die Leipziger Buchmesse einmalig diese Zeitung rausgebracht, weil wir vor 2 Jahren gesagt haben, wir gehen offline. Das war eine Marketingkampagne von uns. Wir hatten alles schwarz gemacht. Hintergrund war das Redesign. Also wir hatten einfach die Homepage und ein neues CI ausgerollt und haben gesagt, wir gehen offline. Und alle dachten, oh, cool, die gehen offline. Die gibt's jetzt als Zeitschrift zu kaufen. Und wir so, haben wir überhaupt nicht bedacht. Wäre extrem gut gewesen. Und dann haben wir gesagt, komm zur Buchmesse, machen wir diese Zeitung und sind aber schnell an unsere Grenzen gestoßen, weil unsere Beiträge viel mehr Informationen beinhalten, als in eine Zeitung reinpasst. Das werdet ihr merken, da ist kein Artikel in voller Gänze drin. Die sind alle abgekürzt mit einem QR-Code zum Volltext. Wir können die Quellenarbeit da nicht so machen. Wir bombardieren ja alles mit Quellen dann da. Ja, gefährliches Wort. Aber wir sind echt voll mit Quellen und das geht in Print einfach schlecht. Und Thomas' Methode war dann einfach, ein Buch zu schreiben. Das kann man innerhalb von 6 Wochen anscheinend komplett fertig schreiben und verlegen lassen. Glückwunsch. Andere brauchen ein bisschen länger, was aber auch nicht verkehrt ist. Aber es hatte sich sehr viel angestaut und die Zeitung ist nicht unser Medium. Also wir funktionieren nicht als Zeitung. Das ist der Grund, warum es wahrscheinlich nur eine einzige geben wird. Vielleicht manchmal als Running Gag, aber als Zeitung abonnieren ist schwierig, weil wir viele tagesaktuelle Themen haben. Unsere Faktenchecks dauern aber, wie gesagt, manchmal sehr lange, bis sie da sind. Dafür sind sie dann gründlich. Und wenn wir einen neuen wissenschaftlichen Erkenntnisstand haben, korrigieren wir die Dinger. Wenn es aber gedruckt ist, können wir nicht mehr intervenieren und würden hinter unserem eigenen Anspruch zurückbleiben. Und darum nicht als Zeitungsabo. Ja. Aber ihr könnt den Blog sonst ausdrucken, das tackern lassen. Aber immer schön aktualisieren, wenn es was Neues gibt. Dann möchte ich jetzt unser letztes Kapitel aufschlagen. Und zwar, was können wir denn eigentlich tun? Und ich habe euch vorher eine Frage mitgegeben, und zwar war das, was sind 3 ganz konkrete Dinge, die gerade auf der Welt passieren können oder gemacht werden können, um uns vor Falschmeldungen zu schützen, um die Verbreitung von Falschmeldungen so ein bisschen einzudämmen. Luisa, möchtest du einmal mit einer anfangen oder vielleicht auch direkt mit mehreren? Ja, also ich glaube, was mit der wichtigste Punkt ist, aber ich meine, allein dadurch, dass ihr hier seid, zeigt ihr schon, dass ihr das macht, und zwar, das ist dieses sich informieren, sich vernünftig informieren. Es geht nicht darum, dass man 3 verschiedene Zeitungen und 5 Nachrichtenpodcasts jeden Tag sich reinzieht. Das ist unrealistisch. Aber einfach eine vernünftige Medienauswahl zur Informationsgrundlage wählen. Dann noch, also dazu sage ich jetzt gar nicht viel mehr, weil ich glaube, das ist relativ selbsterklärend. Und noch ein weiterer Punkt, der finde ich jetzt auch schon durchgeklungen ist in anderen Punkten. Du hast auch schon gesagt, wenn wir Leuten die Tür ins Gesicht klatschen, dann verlieren wir Menschen. Und ich bin der Überzeugung, dass wir viel mehr darauf achten müssen als Gesellschaft, dass wir nett damit umgehen und akzeptierend damit umgehen, wenn Leute ihre Meinungen ändern, dass Meinungen geändert werden dürfen, dass wir Überzeugungen korrigieren dürfen, weil ich mitkriege, dass das immer noch auch in Blasen, wo man das vielleicht nicht erwarten würde, dass da doch viel Spott entsteht, wenn man irgendwie zurückrudert, wenn man sagt so, oh, uff, ich habe am Anfang bei dem Thema das gedacht, inzwischen sehe ich es anders. Und dass oft in gewissen, auch politischen Blasen der Druck entsteht, möglichst perfekte Mitglied dieser Überzeugung zu sein. Und je kohärenter mein Kanon an Überzeugungen, desto besser bin ich. Spielt bestimmt auch wieder die Identitätstheorie eine Rolle, dass man denkt, man muss kohärent sein. Aber wir sind Menschen. Wir müssen nicht, es muss nicht alles logisch aufeinander aufbauen. Wir dürfen verschiedene Meinungen zu verschiedenen Themen haben, auch wenn das vielleicht den Überzeugungen von verschiedenen Parteien entspricht. Und da einfach offen sein, wenn Leute ihre Meinung eben anpassen wollen.
Deiner. Genau, mein wichtigster Punkt wäre, seid stabil. Also sowohl stabil gegen rechts als auch in eurem Umfeld. Guckt, dass ihr Menschen um euch herum habt, die euch gut tun und denen ihr auch gut tut. Es gibt diese Erzählung, dass man das Ergebnis ist von den 5 Leuten, da vorne wird sie schon geliebt, das ist schön. Es gibt die Erzählung, dass man das Ergebnis ist von den 5 Leuten, mit denen man die meiste Zeit verbringt. Also wenn ihr merkt, es geht euch auf einmal irgendwie gar nicht so gut, dann guckt mal um euch herum, wie die anderen so drauf sind, ob es daran liegen könnte, und optimiert dann vielleicht gegebenenfalls bei Bedarf oder sprecht es einfach direkt an, um die Leute nicht zu verlieren, wenn sie euch doch sehr wichtig sind. Das zweite ist tatsächlich, hinterfragt Sachen, also gerade Sachen, die irgendwie total toll in die eigene Bubble passen, wo man sagt, ah, tolle Nachricht, die hat mir gefehlt, das würde ich sofort weiterteilen, oder wo ihr eine hohe Impulsivität habt und das Gefühl habt, ihr wollt es sofort weiterteilen, an alle müssen das wissen, meistens schon ein guter Seismograf dafür, dass ihr das nicht an alle weiterleiten solltet, sondern erstmal hinterfragen solltet. Also habt ihr diesen starken Impuls, dann versucht ihn zu unterdrücken und einmal nachzulesen. Und das dritte ist für die, die schon Gegenrede leisten, ganz fleißig und zumindest von uns die Anerkennung dafür kriegen, macht damit weiter. Und alle, die noch mehr machen wollen, dürfen sich auch gerne bei Codetect anmelden, also Code und Detect in einem, codetect.org. Das ist das Wikipedia der Faktenchecker oder Trust-Checking-Gesellschaft. Alle Leute arbeiten dann gemeinsam an Fake News, die reingekommen sind, kriegen die per Zufall zugeteilt, damit man nicht irgendwie aktiv ein Thema wie pro-Russland zum Beispiel befeuern könnte. Und das Wikipedia der Faktenchecks. Genau. Und arbeitet da gemeinsam an Faktenchecks und kann damit die Welt ein kleines bisschen besser machen und anderen Leuten Handlungsmechanismen mitgeben, damit sie diese Faktenchecks dann benutzen können. Das ist eine sehr kleine Plattform, die sich im Zuge des Hackathons des Bundesgesundheitsministeriums gegründet hat zu Corona, aber die genau damit angefangen hat und gerne noch mehr Mitstreitende braucht. Und wenn wir daran denken, dass wir jetzt die Europawahl vor der Tür haben und dann die Landtagswahlen im Herbst, die wirklich, wirklich, wirklich wichtig sind, dann ist der dritte und wichtigste Tipp wirklich, bleibt aktiv und verstummt nicht. Danke auf jeden Fall für die Tipps. Die waren jetzt ja alle so sehr individuell. Das sind so Sachen, die könnte ich jetzt machen. Gibt es denn noch Sachen, die müssen passieren, aber die kann ich nicht machen? Also da braucht es vielleicht was Institutionelles, da braucht es vielleicht auch Gesetze. Wir hatten ja gerade zum Beispiel das Beispiel mit, was auch soziale Plattformen an so kleinen Stoppern, so kleinen Durchatmern, überleg nochmal, ob das wirklich, oder das hier ist gerade eine politische Information, also dass es sowas eingebaut werden kann. Was kann noch passieren? Ja, es gab ja den Gedanken, dass KI-Bilder ein Wasserzeichen bräuchten oder so, aber auch das wird keine Wirkung haben. Sinnvoll kann es sein, tatsächlich das Netz.dg, was total kompliziert ist, bei Insta und Co. zu melden. Also woher soll ich als normaler Mensch, der nicht Jura studiert hat, wissen, welcher Paragraf gerade irgendwie der ist, gegen den verstoßen wird? Ich weiß, da ist ein Inhalt, der gehört da nicht hin, bitte kümmert euch. Also das muss stärker verfolgt werden. Das ist eigentlich das, wo die Reise hingehen muss. Der Staat muss verstehen, dass digitale Gewalt reale Gewalt ist. Und das erwarte ich und das wünsche ich mir einfach vom Staat, von denen da oben. Ein erster guter Schritt wurde gemacht mit dem Paragraphen 185a StGB, dass kommunale MandatsträgerInnen, also Menschen im Stadtrat und Co., jetzt auch als öffentliche Personen gelten und bei Hass und Hetze gegen sie nicht mehr selber den Strafantrag stellen müssen, sondern dass jede Person die kommunalen PolitikerInnen, die extrem stark unter Anfeindungen zu leiden haben, jeder kann diese Anzeige erstatten für diese Person, da muss sich die Person nicht auch noch drum kümmern. Das ist ein erster guter Schritt, auch zusammen mit Hate Aid geschafft worden. Aber da muss mehr kommen und da muss Politik zeitnah viel liefern tatsächlich. Luise, hast du noch Sachen, die du dir wünschst ja, in die Richtung? Ja, nee, also auf jeden Fall geht es natürlich in die Richtung, dass unser Rechtsstaat da auch dieses Sicherheitsnetz bieten muss, soweit es möglich ist. Ist eine wahnsinnig komplexe Diskussion, auch mit Privatsphäregründen. Es gibt die Debatte, sollen wir Leuten weiterhin erlauben, so anonym im Netz unterwegs zu sein, wie sie es aktuell sind? Sind Social-Media-Plattformen, sollten sie vielleicht verpflichtet sein, Identitäten zu prüfen, bevor Profile freigeschaltet werden können? Das sind alles Ansätze, wenn man aus so einer Desinformations- und Hate-Speech-Richtung kommt, würde man sagen, auf jeden Fall sollten Leute irgendwie ein Perso einscannen müssen und dann, bevor sie ihr Profil mit Klarnamen eröffnen dürfen. Aus Privatsphäregründen wieder ein ganz anderes Thema. In Deutschland
leben wir relativ privilegiert. Ich will gar nicht überlegen, wie das in anderen Ländern ist, wo man wegen Dingen verfolgt werden kann, auch politisch und so weiter. Da macht man ganz andere Fässer auf. Deshalb ist es leider nicht so ganz einfach. Das ist vermutlich auch der Grund oder ist der Grund auch, warum wir keine perfekte Lösung haben. Aber ja, es muss auf jeden Fall, wie du auch sagst, deutlich stärker geahndet werden. Und noch gilt es leider viel zu oft als Bagatelle, wenn man online pöbelt und falsche, gefährliche Informationen verbreitet und Leute beleidigt, bedroht und so weiter. Was mir doch noch ganz wichtig wäre, nicht zu kürzen bei den Etats für wichtige demokratiefördernde Projekte. Also wir hatten das im letzten Jahr, der Bundeszentrale für politische Bildung sollten massiv Gelder gekürzt werden, wo ich denke, doch nicht dieses Jahr, doch nicht nach den ganzen letzten 4 Jahren, die wir hier erlebt haben oder nach allem, was wir seit 2015 in Deutschland erleben. Also das ist absolut der falsche Ansatz. Damals im Jugendhilfeausschuss der Stadt Bielefeld haben wir immer gesagt, 1 Euro Prävention erspart 4 Euro Folgekosten. Das war vor der krassen Inflation. Ich behaupte, das ist mittlerweile ein ganz, ganz anderer Wert und dass wir eigentlich gar nicht genug in Prävention investieren können, weil die stärkste Waffe, die wir tatsächlich haben in der Verteidigung der Demokratie, ist unser Wissen und die Bildung, die wir haben. Und wenn wir die noch nicht mal mehr bekommen, dann wird es schwierig, Menschen zu demokratisieren. Und ich glaube, wir leben eigentlich ganz gut in Deutschland. Und ja, wir können das schaffen. Da hatte Merkel recht, das ist richtig. Aber man muss den Leuten auch die Möglichkeit dazu geben. Und ein Goldfisch kann im Wohnzimmer genauso gut überleben wie in einem Teich, aber dann braucht dieser Goldfisch trotzdem auch Wasser. Und wenn dieses Wasser zum Schwimmen nicht da ist, dann kann auch die Demokratie nicht weiter fließen. Und da wäre auch der Wunsch wieder an die Bundespolitik, an die Ebene, dass demokratiefördernde Maßnahmen weiterhin finanziell gut und besser ausgestattet werden. Also ein Status quo ist auch schon gefährlich. Ich merke mit einem Blick auf die Uhr, ich habe keine Zeit mehr, aber ich habe noch unfassbar, ich habe noch nicht mal auf meine Karten geguckt gefühlt. Also ich habe noch unfassbar viele Fragen, weshalb ich mich gleich freue, dass ihr noch ein bisschen bleibt und es gibt ja die Getränke und dass wir einfach noch ein bisschen weiter diskutieren können und auch eure Meinung interessiert mich total. Bevor wir jetzt aber aufhören, gibt es eine Sache, die ihr heute noch gesagt haben wollt in das Mikrofon, wonach ich nicht gefragt habe? Ja, mir ist wichtig, dass ihr hier heute rausgeht und nicht im Tal der Verzweiflung bleibt, um doch bei dem Dunning-Kruger-Effekt zu sein, sondern mein Aufruf an euch, werdet Sinnfluencer. Wir hatten die Finnfluencer und die ganzen anderen Leute, die Fake News verbreiten, aber Sinnfluencer ist gerade echt ein ganz, ganz cooler, ehrenamtlicher Job, den man haben kann. Also verbreitet Meldungen, macht meinetwegen auch Werbung für Haarbürsten auf Insta, ist mir alles egal. Aber guckt, dass ihr irgendwie, wenn ihr im Internet unterwegs seid, das Leben da irgendwie lebenswerter macht und gebt dem Social Media wieder den Sinn des Social zurück und knickt nicht ein vor den Leuten, die echt extrem laut sind, aber die wirklich die Minderheit sind. Also könnt ihr uns glauben, die sind sehr laut, die haben viel Zeit, weil sie einfach auch wenig andere soziale Kreise haben. Aber gebt dem Ganzen, was ihr da im Internet tut, ein bisschen einen Sinn. Luisa, hast du noch was? Fand ich sehr schöne Abschlussworte und auf jeden Fall, also ich würde auch sagen, klar klingt das alles extrem negativ, aber ich finde auch, wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir den Kopf in den Sand stecken müssten. Ich hatte gestern eine Sitzung auch mit meinen Studierenden zum Thema Autokratisierung, Demokratisierung, weil das ja auch gerade ein großes Thema ist, so befinden wir uns in einer Autokratisierungswelle und de facto, ja, dadurch, dass in sehr populationsstarken Ländern es gerade einen Anstieg an Autokratien gibt, sieht es erstmal schlimmer aus, aber es gibt auch ganz viele Indikatoren, die sehr, sehr stabil sind seit Jahren und sogar noch demokratischer werden. Also ja, es sieht gerade relativ düster aus. Andererseits finde ich aber, ist es auch ein absolut gutes und gesundes Zeichen, dass diese Themen so präsent sind, weil sie eben zeigen, okay, wir diskutieren, wir sehen, dass Dinge schieflaufen, wir haben hier solche Veranstaltungen, weil es Leute bewegt, weil uns wichtig ist, unsere Demokratie zu schützen, Falschaussagen nicht einfach so stehen zu lassen und ich finde, das stimmt doch eigentlich ganz positiv. Aber beim Thema klingt alles ein bisschen dunkel, habe ich doch eine letzte Frage. Was macht euch Hoffnung? Ein kleiner Satz, weil ich will auf jeden Fall mit Hoffnung und Freude von der Bühne gehen. Also ich kann da direkt gerade ansetzen, weil ich es eben gestern in meiner Sitzung erst hatte. Und das ist jetzt sehr wissenschaftlich, es tut mir leid. Das war eine Studie von Kollegen, die eben genau das erforscht haben. Die haben sich angeguckt mit Demokratisierungsindex, klassische Demokratieindizes, die oft zitiert werden in allen möglichen Artikeln auch. Das sind oft subjektive Kennzeichen. Also gibt es Experten,
die einschätzen, zum Beispiel, wie frei und fair Wahlen sind und so weiter. Und da kann, glaube ich, niemand von der Hand weisen, dass da durchaus ein bisschen Schwankungen drin sind. Es ist anzunehmen, dass unsere Ansprüche auch gestiegen sind in den letzten 100 Jahren, was eine freie und eine faire Wahl ist. Da war man vor 70, 80 Jahren vielleicht noch ein bisschen großzügiger. Und die haben sich eben im Kontrast dazu angeschaut, was sind wirklich greifbare, objektive Indikatoren, die wir messen können. Zum Beispiel, wie oft gibt es Machtwechsel in Ländern oder wie erfolgreich sind Machthaber in der nächsten Wahl? Und das sind alle Maßzahlen, die sie sich angeguckt haben, die objektiv messbar sind, haben gezeigt, dass die Demokratie der Welt entweder stagniert oder sogar immer noch langsam ansteigt. Auch eine Stagnation ist ja logisch ab einer gewissen Schwelle. Und eben, es gab einen einzigen Punkt, der gestiegen ist, und das sind Verhaftungen von Journalisten, was bedenklich ist. Aber insgesamt sieht es gar nicht so düster aus. Und das hat mir gestern sehr Hoffnung gemacht. Das ist sehr schön. Gordana, ein letzter Satz. Was macht die Hoffnung? Tatsächlich schlimme Enthüllung von Korrektiv, weil ich gesehen habe, welche Dynamik sich daraus ergeben hat. Also wir erinnern uns, du dich ja auch, an die Demonstration im Januar, Februar und auch März. Diese Bewegung auf einmal wieder, dass alle, die vorher auf dem Sofa saßen, dachten, ja, es geht schon alles gut. Nein, alle sind auf einmal wieder losgegangen, haben gezeigt, nee, ihr nehmt uns unsere Demokratie nicht weg. Jetzt werde ich sentimental. Aber wir hatten ja auch dieses Video, was sehr oft geklickt wurde. Also die Leute haben gute Nachrichten gebraucht, ja. Und sie haben gesehen, ich bin nicht allein. Ich bin mit 10, 20, 30, 40.000 Leuten auf einem Platz. Und dann sehe ich bei dem Demo-Ticker vom Volksverpetzer nochmal so eine lange Liste mit weiteren Leuten, die auf der Straße sind. Und das ist das eigentliche Volk. Und das gibt mir Hoffnung, dass wir noch nicht verloren sind, ja. Das ist wirklich ein schöner Abschluss. Ich danke euch beiden von Herzen, dass ihr da seid, dass ihr eure Expertise mit uns teilt. Das ist wunderbar. Danke auf jeden Fall für eure Arbeit. Und ich danke auf jeden Fall dem Publikum, weil offensichtlich interessieren sich Menschen für Fakten. Ihr seid sogar in eurer Freizeit hier und hört uns zu. Das finde ich sehr, sehr schön. Danke euch. Ich habe noch 2, 3 kleine Hinweise zu ganz vielen Themen, die ihr so genannt haben und habt oder die jetzt aufgeploppt sind, haben wir in der letzten Zeit Veranstaltungen und Podcasts gemacht und wir haben auf unserem YouTube-Kanal ganz viel Content. Einmal haben wir nämlich über konstruktiven Journalismus gesprochen im Januar. Wir haben eine Folge dazu gemacht, wie man auf Hasskommentare im Internet reagieren kann, eine Podcast-Folge mit der Amadeo Antonio Stiftung, der ist gerade veröffentlicht und es kommt jetzt bald noch eine Folge mit den neuen deutschen MedienmacherInnen dazu, was eigentlich Sprache in der Nachrichtenerstattung bedeutet und auch für antirassistisches Arbeiten bedeutet. Das heißt, guckt gerne mal auf unseren YouTube-Kanal vorbei und jetzt entlasse ich euch in den Feierabend. Habt einen schönen Abend.